Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Die Spannung steigt in der Tonhalle St. Gallen. Zum 10. Mal wird gestern Abend der WTT Young Leader Award vergeben. Die Fachhochschule St. Gallen zeichnet mit dem Preis die besten Praxisprojekte aus. Der Winner ist Team Raiffeisenbank Regio Uzwil. Herzliche Gratulation, Frau Angern und das ganze Team. In der Kategorie Marktforschung gewinnt das Team von der Anine Angern. Wenn man wirklich nicht denkt, dass wir so weit kommen, die Freude ist umso grösser. Wir sind extrem stolz, glücklich und freuen uns jetzt auf eine unvergessliche Arbeit. Anine Angern hat mit ihrem Team das Jugendangebot von der Raiffeisenbank Regio Uzwil untersucht. Die Bank wollte von den Studierenden wissen, ob das Angebot verbesserungsfähig ist. Rund 800 Arbeitsstunden hat das Team in dieses Praxisprojekt investiert. Ich glaube, es ist wirklich die extrem starke Praxisausprägung, die das Projekt hatte. Wir konnten alles umsetzen, was uns empfohlen worden ist. Die Empfehlungen waren so gut und hart erarbeitet. Darum ist der Sieg, denke ich, auch verdient. Dann stieg der Puls ein zweites Mal in der Tonhalle. In Managementkonzeption. Der Winner ist Team Kügler AG. Frau Lütscher, herzliche Gratulation, Team Kügler AG. Wir sind überrascht und wir freuen uns so fest über den Sieg. Und es ist natürlich, wir sind alle im letzten Jahr so der krönende Abschluss von unserem Studium eigentlich. Ja, wir können es fast nicht glauben und freuen uns jetzt dann auch feiern gehen. Das Team von der Lorena Lütscher hat für die Firma Küchler AG ein neues Online-Marketing-Konzept entwickelt. Für den Auftraggeber ist klar, wie sein Team den Sieg verdient hat. Weil sie fleißig waren, weil sie intelligent waren, weil sie Empathie hatten, weil sie sich reingehängt haben und weil sie, das wurde heute Abend gesagt, bis an die Grenze der Überforderung gegangen sind. Was die beiden Gewinnerteams mit ihren Praxisprojekten richtig gemacht haben, weiss der Christoph Oswald von der Jury. Die haben es fertig gebracht, kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, was sie herausgefunden haben. Und das haben sie vor allem, eben, wie es der Name sagt, als Praxisprojekt gemacht. Sie haben eigentlich einem Auftraggeber einen konkreten Vorschlag gemacht, wie er das Problem lösen kann. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck von diesen Praxisprojekten und da haben die ausgezeichnet gemacht. Gerade im Fachbereich Wirtschaft legt die Fachhochschule St. Gallen grossen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung. 20% von unserem Studium arbeiten unsere Studierenden nur für Unternehmen, sind begleitet von Coaches, etwa 1000 Stunden investieren und arbeiten sehr intensiv mit den Unternehmen zusammen. Und das hat keine andere Fachhochschule. Und deshalb sind wir legitimiert, wieder die Young Leader Award jedes Jahr auszurichten. Es ist eine wunderbare Veranstaltung, weil für einmal wirklich Studentinnen und Studenten mit ihren Leistungen im Zentrum stehen. Man muss sehen, die jungen Studentinnen und Studenten mit ihren Teams haben sehr viel gearbeitet. Sie haben für sie zum Teil auch neue Herausforderungen angenommen, praxisorientiert gelöst. Und es ist auch schön und sympathischer Anlass, dass auf der Bühne eben die jungen Menschen stehen und nicht ein fachlicher Anlass, wie wir sonst oftmals in der Ostschweiz haben. Der WTT Young Leader Award ist ein wunderbares Schaufenster, das aufzeigt, was für super Leistungen unsere Studierenden machen. Er ist in der Zwischenzeit Kult in der Ostschweiz und zeigt auch auf, für was es mehr von der Positionierung herstellt, nämlich wirklich für Praxisorientierung. Rund 700 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind für diesen Anlass in die Tonhalle St. Gallen pilgert. Bei vielen ist der Termin jedes Jahr fix in der Agenda. Ja, wenn ich umschaue, wer alles da ist, dann ist der Anlass eigentlich sehr hochkarätig gesetzt. Und dass die Leute hier alle kommen, das zeigt, dass sie ein Nutzen sind in diesem Anlass. Eben, vor allem wahrscheinlich Vernetzung, die man hier machen kann und voneinander lernen für die Zukunft. Der WTT Young Leader Award, präsentiert von Hotel Hof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.